Das Spiel. Ich sehe Hallo und dich. herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge CSGO Overwatch. Ausnahmsweise mal in einem Together. Und dazu habe ich mir ganz, ganz Profis hier geholt. Nämlich den Aha. Moyalo und den Professionelle Vincent. Goldnova Master. Grüß Gott. Ja. So. Oh. Es geht direkt in unser erstes Overwatch-Match. Die FPS sehen gut aus. Fast so gut wie FPS. du, Brastos. Genau. Also meine Auf FPS das sind 2, eigentlich natürlich. ganz okay für eine Aufnahme, ja. Also Der mehr habe ich. okay, der Lahn Zielt auf fertig. den Tschüss, schönen Boden Tag noch. und Und schießt auf ich den glaube, Boden. mehr braucht man nicht mehr sehen. Die Bitrate stürzt ein, weil, naja. Schön. Aber hey, guck mal. Ah, okay. Das war's schon. Ich glaube, wir haben jetzt eine Runde gesehen. Weniger. Nee, wir haben eine komplette Runde gesehen. Wir hatten ihn gerade eben am Spawn stehen. Achso, das Also, war eine Runde. ja, das war eine Runde. Alter, sonst möchte ich Also, gar nicht. was sagt man dazu? Hacking? Also, deutsches Skill, Hacking. Nice. Der hat doch nicht an. Ach so, na dann. Der hat doch nicht an. Wie kommst du auf den Scheiß? Nee, nee, nee. Gutes Cursor-Placement, sagt Ja, man da. genau. Der hat halt viel geübt dafür. Shaky Ja, oder er spinnt sich und wir können das halt nur nicht sehen wegen dem Stream. Ja. Er hat einfach plus right in der Konsole Nee, eingegeben und dreht also sich auf es dem ist. Boden. Mein Bild flackert doch recht stark. Okay. Also es sind Bisschen Einzelframes, Wahrnehmung. die dann mal wo komplett anders random gefühlt sind. Ja, also ich würde sagen Aim Assistance, nee, ne? Nee. Nein, der hat doch Other keine Aim External Assistance. Assistance eigentlich auch nicht. Nee, nee, das ist absolut legit. Der ist garantiert wegen Griefing reported worden. Ja. Ich meine, so ein Arschloch will ich ja auch für Griefing reporten, Ja. ne? Ja, Entschuldigung, der steht halt die ganze Zeit in der Base und macht nichts. Ja, also, es ist ja, es geht ja gar nicht. Nee, also. Was ich mich jetzt frage, es steht 3-9. Heißt das, die Counter-Terrorists haben 3 Runden gewonnen und dann hat er den Rage-Hack angemacht? Oder wie ist Moment. das abgelaufen? Nee, tatsächlich haben die CTs eine Runde geholt, dann haben die Ts 2 Runden geholt und dann wieder 2 Runden durch die CTs. Und Ja, würde dann. ich auch Magic dann nochmal. Traurig. Natürlich. Wer würde das nicht? Ja. Ich meine, ist doch nicht so schwierig, ne? Hm? Weil Man WAC kann halt auf STG Linux ja in sowieso nicht Entfernung drücken. funktioniert. Ja. 13. Ich Das finde, Alter ich. des Also, Hackers. Entschuldigung, er ist 6-mal schon gestorben. Also, ein guter Hacker ist er nicht. Das ist bei dem zu. Was kann man da schon als gut bezeichnen? Er hat einfach sein scheiß Programm und bewegt sich damit durchs Leben. Ja. I don't like. Wie Der. sieht's denn auf dem Scoreboard aus? Ja, das ist das Was hat er Scoreboard. denn? 23, 6, 24, 6 jetzt. 25,6 bei mir schon. Ihm hängt Ja, ein aber bisschen wir hängen ein hinterher. bisschen hinterher. Und eine 32% Headshot Rate oder sowas. Ja. Irgendwie, ich habe mehr von ihm erwartet. Ja. Also ich habe die ersten Plays gesehen, ne, war alles sehr professionell und dann. Ja, und dann bricht die Leistung halt so hart ein. Genau. Das ist echt schon hart. Ja. Ja, ist dann halt Natürlich sein. der Erfolgsdruck. Ja. Aber das war ein sehr hübscher Shot, was wir da gerade gesehen Ja. Es ist haben. echt Die 1A Jungle React. Premium-Schüsse. Ja. Der sollte eigentlich Pro League spielen. Ja, Es ist absolut. so schwierig zu erkennen, wo der ist manchmal, ey. Ja, ein sehr hübscher Schuss. Oh, Duels und. Oh, nicer Shot. Oh, gleich der Kill mit den Oh. Duels. Der wird richtig nice. Da freut er sich Okay. richtig drauf. Ich freue mich Ja. drauf. In Mitte rein. Oh ja. Oh. Mitte hoch pushen. Oh, Kriegt hi. Regan sogar einen Geil. Assist für. Für den einen Kill danach noch. Ah, oh, ein bisschen, ja, ein Ja. bisschen Griefing auf der gegnerischen Seite. Ja. Kein Wunder, dass die Ich CTs glaube. gewinnen, ne, bei dem ganzen Griefing durch die Ts. Ja, eben. Hast du gesehen, ja, da, also gleich sieht man am Ende, Anfang der Runde, wie McCaw, also ein T noch richtig Health verliert, wird angeneift. Ja, also. Immer diese Griefer, ne? Ja. Deswegen spielt man keinen Non-Prime, Leute. Ja. Richtig. So viele Griefer da, einfach die das Spiel für einen zerstören. Le
Ach ja, das ist schon. Wie lange geht diese Demo noch? Ich weiß es nicht genau, aber es dürfte nicht mehr viel sein. Aber ernsthaft mal, was drücken wir denn jetzt rein? Ist das nur Other oder ist das auch Aim? Das ist alles. Das ist ein Aim-Hack, das ist eine Sichthilfe und das ist eine andere Seite. Und naja, griefing. Er hat mich jetzt gegrieft, weil ich mir die Scheiße gerade sage und schreibe 5 Minuten anschauen musste. Ja. Entsprechend kriegt ihr auch von mir das. Zweifellos erkennbar kann man eigentlich schon ziemlich so sagen. Ja, Spielbehinderung und zu reichen geistig. Ja, also es reicht mir aus, um hier alles zu drücken. Der Typ ist eh weg. Es juckt keinen, ob das Spielbehinderung ist oder nicht. Entsprechend. Na dann. Das ist mein Urteil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bastos ist raus. Ich glaube, Moyalo und Vincent sind dann jetzt auch wahrscheinlich weg. Auf Wiedersehen. Ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt den Daumen nach unten, schreibt mir gerne Kommentare. Vielleicht seid ihr ja sogar anderer Meinung, als wir jetzt hier gegeben haben. Und wenn ja, dann zu spät. Und lasst gerne noch ein Abo da. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Overwatch CSGO. Und nach dem letzten Hacker hoffen wir, dass wir jetzt einfach wieder was Schönes kriegen. Oh, wir kriegen die Map Vertigo. Oha. Und das kann ja nur gut werden. Der Verdächtige jumpt erstmal an der Leiter runter und wir hängen dann ein bisschen her. Oh, aber guck mal, er hat ein Knife. Das könnte schon mal ein Zeichen sein, dass er nicht hackt, aber wer weiß. Ich habe irgendwie das Gefühl, da haben wir ein sehr merkwürdiges Match erwischt. Was? Spielt er gegen Bots oder was? Nein, die sind einfach alle AFK. Was? Genau. Sind es einfach die Ranker oder? Der hat ein Freeze-Hack, dass die Gegner sich nicht bewegen können. Also so langsam finde ich das schon ein bisschen komisch. Was? Sir? Vor allem, weil auch bei ihm im Team bewegt sich kein Mensch. Was zur Hölle? Test, ob du den Reward ich sein. Bin jetzt wirklich. Schade, dass man Chats nicht sehen oder hören kann. Ja, das wäre jetzt natürlich schon sehr, sehr wichtig. Oder wie die heißen, wenn die Gegner irgendwie. Ja, also Bots werden eigentlich angezeigt. Das ist der Witz. Die haben alle einen 5er-Ping. Das sind. Das ist Bullshit, sein. Was wir hier gerade sehen. Ja, dann warte ab und dann geht nichts fertig. Also, was sagst du? Nee, die haben auch alle 16k. Ja, es liegt ja daran, dass die nichts gemacht haben und der alle Kills macht. Das ist halt also, so. Ich bin einfach nur. Gibt es sowas? Oh, der eine Gegner hat plötzlich keinen 5er-Ping mehr, sondern einen 17er. Hm. Der dann. Ja, der also hat irgendwas. Irgendwie finde ich das schon doch sehr suspicious. Leicht. Sehr leicht. Niemand bewegt sich außer der Verdächtige. Wir haben alle einen 5er-Ping. Ja, aber da kann man nicht reporten. Was willst du da geben? Das ist anderweitiges Hacking. Ja, also. Entschuldigung, aber der spielt gerade ein Match, das absolut nicht legit ist. Wir haben 8 Runden rum, er hat alle Kills gemacht. Und das ist für mich eindeutig kein legit Match. Ja, das ist sehr komisch. Und entsprechend kriegt er da von mir anderweitiges Hacking für. Ich frage mich Griefing aber, ob er auch Aim drin hat. Ja, aber wahrscheinlich Griefing, nicht, ne? Kein Griefing. Ah, doch. Das stiehlt mir meine Zeit, diese unnötige Scheiße. Gegner, er macht sein Teammate. Stimmt, er klaut seinen Teammates die Kills. Ja. Anzeige ist raus. Ja, also auf jeden Fall anderweitige externe Hilfe, würde ich behaupten. Der Rest ist schwierig zu sagen, was da war. Aber das ist das kürzeste Overwatch, was ich jemals gemacht habe. Das Video ist bis jetzt 3 Minuten lang. Also. Immer wieder schön mit dir aufzunehmen, Rast. Hui, ja, ernsthaft mal. Ja. Warum bekommen wir denn die ganzen Non-Prime-Fälle, wo alles so offensichtlich ist? Also, Entschuldigung, das war jetzt super suspicious und. Aha. Entsprechend würde ich da jetzt das so geben. Ihr seht es ja hoffentlich inzwischen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, ey. Ich auch noch nicht.
Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt im nächsten aussieht. Aber ja, das Overwatch geht so online, ungeschnitten. Ich glaube aber, dass ich eventuell dann an dem Tag noch irgendwie was anderes an Video raushaue. Mal gucken. Anstatt nur 3 Minuten. Nein. Ja, weil 3 Minuten Video um 16 Uhr, ja, es ist dann zum Frühstück quasi. Ja, Kaffee ist durch. Gut, entsprechend, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt den Daumen nach unten. Schreibt mir gerne Kommentare, zum Beispiel, ob ihr komplett anderer Meinung seid als wir jetzt. Und lasst gerne noch ein Abo da. Rastlos ist raus. Vincent Moyalo auch. Tschö. Tschüss.